Hallöchen ihr Lieben, in diesem Video zeigen wir euch, wie wir unsere Kiste vervollständigen bzw. fertig flechten. Den Boden, den haben wir euch ja schon mal gezeigt. Jetzt kommt der Schritt mit unserer Form. Genau, das sind unsere ganz starken Styroporplatten. Und die haben wir ja mit Frischhaltefolie umwickelt, damit sie einfach nicht so an den Seiten ausfransen. Genau, wir haben jetzt nicht unbedingt drei passende Stücke, deswegen machen wir so ein schmales dazwischen. Das macht ja nichts. Die starken sind ja lang genug, damit sie alle umfassen. Und wir stellen solche, gut, ihr seht es da hinten nicht, aber ich kann euch das mal von hier aus zeigen. Ach Mensch, Cookie. Also, von der Seite aus wird es so ungefähr ausschauen. Und so machen wir die ganzen Ecken dann weiter. Achtet darauf, dass ihr die Ecken eher oberhalb dran klebt, weil wenn ihr das unterhalb macht, kriegt ihr dann später Schwierigkeiten beim Herausziehen von diesen Ecken. Das kann man am Anfang vielleicht machen, und wenn ihr mit dem Geflecht schon so ein paar Reihen geflochten habt und die Dinger schon unten fixiert habt, kann man die Klebebänder dann auch wieder entfernen. Unsere Form haben wir jetzt auch noch mit den Gewichten ein bisschen verstärkt oder beschwert. Und nun können wir anfangen, unsere Starken aufzurichten. Sucht euch am besten, also ich sage euch das jetzt einfach mal theoretisch, sucht euch am besten zwei Starken aus, die am kürzesten sind. Ich erkläre euch das dann am Ende, warum. Und jetzt geht's los mit der Aufrichten der Starken. Also, warte mal, das sind unsere zwei kürzesten. Und sie nimmt jetzt praktisch die nächste Starke. Sie ist schon angehalten. Ja, genau, das haben wir vergessen euch zu sagen, beziehungsweise ich. Die Starken sind jetzt angefeuchtet. Ihr müsst das nicht, bitte nicht komplett anfeuchten, sondern nur gerade so diese Stelle, so 10 cm ungefähr, müsst das jetzt natürlich nicht abmessen. 7, 8, nicht 10. Ja, 7, 8, aber nicht 10. Moment. Einfach nur, dass ihr diesen Rand da unten auch schön hinkriegt, dass die Starken sich dann auch schön hinlegen. So, die Ecke zeige ich euch auch nochmal. Wenn ihr wollt, kurz an dieser Stelle könnt ihr die Starken auch mit so einem Wäscheklammer oben kurz fixieren. So, jetzt zeige ich euch nochmal, oder wir besser gesagt, wie es mit der Ecke so ausschaut. Unsere Ecke gefällt uns schon ganz gut. Wenn eure Ecke ein bisschen, wie soll ich sagen, zu nicht so hervorsteht, wie ihr das halt gerne hättet, oder ja, dass es im Geflecht ein bisschen zu klein geraten ist, könnt ihr diese Ecke, also gerade diese Stelle hier, nochmal umwickeln und so eure Ecke ein bisschen hervorziehen. Mhm. Sie zeigt es euch kurz beispielhaft. Wir lassen das aber, also von unserer Seite müssen wir das nicht machen. Also ungefähr so, ne? Genau, wenn euch natürlich eure Ecke gefällt, könnt ihr das auch so lassen. Und genau, sie zeigt das auch schon. Achtet darauf, dass die Eckstarke auch tatsächlich direkt an der Ecke dann auch aufliegt. Warte kurz. Ja. Thank you.
So, jetzt haben wir die Ecke geschafft. So macht ihr das dann rundherum. Und wir sehen uns gleich. Was wir gerade noch festgestellt haben, schaut mal her, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, wenn wir die Stahlgreifer so aufrichten, liegt sie nicht direkt auf unserer Ecke, so wie sie sein sollte. Mhm. Deswegen geht sie daher und schiebt das wirklich, das eine ein bisschen beiseite, die eine Stärke, damit die andere wirklich exakt auf der Ecke liegt. Und so tut ihr sie dann auch, naja, umflechten, damit fixieren. So, Dalle, wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt angekommen, wo wir die letzten Stärken aufrichten. Die zwei hier, die zwei, die übrig geblieben sind, das sind unsere kürzeren Stärken. Jetzt haben wir das Ganze auch noch am Tischrand hingestellt, weil ihr müsst sie jetzt von unten praktisch hochschieben und deswegen so kurz wie möglich sollte die Stärke sein, aber bitte nicht extra abschneiden deswegen, damit ihr die Stärke nicht 100 Mal ja, knicken tut und ja. Das war einfach nur so ein bisschen der Sinn dahinter, wieso die Stärken einfach kürzer sein sollten. Aber wenn ihr das gerade nicht da habt, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Genau, und das war es eigentlich zum Aufrichten der Stärken. Und wir zeigen euch trotzdem noch ein kleines Stück, wie wir dann weiter flechten. So, jetzt zeigen wir euch kurz anhand schon der fertigen Kiste. Wir möchten nochmal so einen zusätzlichen Rand haben aus grauen Röllchen. Das machen wir mit unserer Schnur aus 3 Arbeitsröllchen. Danach kommt so dieses türkisene Weiße und das Graue noch einmal. Wobei das Graue ist wiederum eine andere Flechtart. Ja, bei uns geht es gleich um dieses hier. Und wir zeigen euch gleich, wie es geht. So, unsere Anfangsstärke haben wir markiert. Das ist die da. Und wir stellen, oder sie stellt jetzt die Arbeitsröhrchen dazu. Sie hat es mit dem Kleber schon ein bisschen beschmiert. Also gerade die Enden, damit sie einfach nur mal ein bisschen fester sich ein bisschen festhalten. Genau, sie legt sie einfach mal so dazu. Diese Überbleibsel, die werden später im Geflecht dann wiederum verschwinden. Das ist wieder unsere Schnur aus 3 Arbeitsröhrchen. So befestigt sie die 3 Arbeitsröhrchen. Für unsere Schnur aus 3 Arbeitsröhrchen. Genau, mit etwas Kleber fixiert und ein bisschen reingedrückt. Die Überbleibsel verschwinden dann auch im Geflecht. Ihr müsst es nicht abschneiden. So legt ihr die Röllchen dann hin. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Achtet darauf, dass ihr die Stärken ein bisschen rauszieht. Dann tut ihr das untere dann auch so ein bisschen anziehen. Was außerdem noch wichtig ist für unser Geflecht, für unsere Kiste, achtet darauf, dass die Abstände eurer Stärken auch möglichst regelmäßig verlaufen. Wir möchten dann auch ein schönes Muster an der Kiste haben und das ist natürlich auch wichtig, dass die Abstände dann auch so regelmäßig wie möglich dann sind. Zeigen wir aber auch im anderen Video nochmal, wie man so ein Muster macht. So, jetzt kommt auch noch die Ecke.
Bei der Ecke tut sie nochmal die zusätzlichen Stacken dazustellen. Noch zwei Stück. Naja. Die zwei und dritte kommt. Genau, also so, dass insgesamt drei Stacken an der Ecke sind. Also mit etwas Klebeband haben wir das oben fixiert. Wie Dreieck, zwei. Genau, wie ein Dreieck, genau. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das etwas hellere Röllchen, das ist in der Mitte und links und rechts sind jeweils zwei. Ich glaube, das kommt nicht so gut bei der Einstellung rüber, aber einfach wie eine Ecke solltet ihr das dann formen. Und die eine Ecke wird selbstverständlich als eine starke gewertet, ne? Und so kann man das natürlich auch korrigieren. Ich zeige euch ganz kurz, wie es auf der anderen Seite ausschaut. So liegen unsere Röllchen jetzt. Genau, ich hoffe, es war verständlich bis dahin. Jetzt macht ihr halt die ganze Runde dann weiter so. Und diese Röhrchen gerade am Arm in der Ecke nicht reinziehen. Mhm. Gut, ihr habt das, denke ich, mal gehört. Ich sage es noch mal kurz lauter. Dieses Röhrchen war es, welches war das? Mhm. Doch, das dann. Dieses Röhrchen, was die Ecke mehr oder weniger ausmacht, zieht das nicht zu fest dran, sonst verschwindet eure Ecke. Ne? Lasst es ruhig ein bisschen, etwas lockerer oder halt formt einfach eine schöne Ecke da draus. Genau. Wir sind nun zu unserer Anfangsstärke angekommen, oder bei unserer Stärke besser gesagt. Normalerweise würden wir ja dieses Röhrchen nehmen und weiter flechten. Ja, 1, 2 und hinter die dritte so sozusagen, aber wir machen das jetzt wiederum anders. Wir nehmen, das Überbleibsel hier, das wird sie hier gleich. Schon versteckt. Und hier wird jetzt versteckt. Genau, die anderen haben wir ja schon im Geflecht versteckt. Ja, jetzt nimmt sie das allererste, beziehungsweise letzte, je nachdem. Jetzt nimmt sie eben dieses Arbeitsröhrchen statt dem anderen. Auch ein, zwei. Und hinter der dritten sollte es eigentlich verschwinden. Wir möchten aber die Farbe wechseln und in dem Sinne weiterflechten. Uns ist in dem Sinne wichtig, oder dieser Schritt ist deswegen wichtig, damit diese komplette Reihe dann beendet ist. Und die ist nicht, muss nicht ziehen. Genau, das habt ihr, denke ich mal, gehört. Würden wir jetzt einfach so weiterflechten und bloß die Farbe wechseln, wird sich das Muster dann ein bisschen unterbrechen. Wer schon mal so geflochten hat, der wird bestimmt sicherlich wissen, wovon ich gerade spreche. Aber das vermeiden wir, indem wir ein bisschen anders die Reihe dann verschließen. Das Muster unterbricht sich dann nicht und die Reihe ist beendet. Sie versuchen natürlich den Übergang hinter den Stacken zu machen, damit man das Ganze dann auch nicht sieht. Und am Ende kommt dieselbe Ausgang, oder ja, ist derselbe Ausgang an Arbeitsröhrchen, sind das ja jetzt, wie wir die grauen hingelegt haben von damals, ne, vom Anfang an. So sehen sie aus. Genau, und jetzt flechten wir genau so unsere Schnur aus drei Arbeitsröhrchen dann weiter, genau so wie wir die graue schon geflochten haben.
Noch eine kleine kurze Anmerkung zu unseren Röllchen. Die wurden mit Lack und Wasser auf jeden Fall nach der Färbung vorbehandelt. Und ja, deswegen sehen sie oder sind tatsächlich auch so biegsam, wie als ob sie aus der Knete wären. Ne? Und nochmal eine kleine Anmerkung zu der Ecke. Ich kann gar nicht oft genug sagen, behaltet eure Ecken im Auge. Jetzt zum Beispiel hat sie das ein bisschen lockerer hingelegt, ne? So ein bisschen die Ecke weggezogen. Wenn es stark anziehen, das wird, ja. Genau, also zieht das Ecke nicht zu stark an, also das, darum geht es. Muss es so machen. Genau, ein bisschen von der Kiste weg, an der Ecke ein bisschen lockerer hinlegen, nicht zu locker, aber auch nicht zu fest, weil wenn die Ecke sich verzogen hat, dann hat sie sich verzogen, dann habt ihr verloren. Also ein bisschen lockerer und genau, und immer darauf achten, dass die Ecke wirklich an der Ecke dann auch drauf liegt. Dann kann auch nichts passieren eigentlich. Nun haben wir das Blaue dann genauso ja, weiter verlängert mit den Weißen, genauso dann auch geflochten. Jetzt versuchen wir das natürlich auch das Muster dann zuzuschließen und machen das eigentlich genauso, wie wir das vorher gemacht haben, mit, wie wir das schon mal gezeigt haben. Aber jetzt möchten wir natürlich mit unseren zwei Röllchen weiterflechten, also nicht mehr aus drei. Sie bleiben da. So, jetzt haben Sie das versteckt, da ist unsere Anfangsstange, wie ihr seht. Und die eine Arbeitsröllchen wurde jetzt komplett abgeschnitten. Jetzt haben wir nur noch zwei. Und die werden jetzt ja, mit der, für die graue Schnur weiter verlängert. Genau, seht ihr das? Das Muster schließt sich. Also es unterbricht sich nicht, es tut keinen Absatz in die nächste Reihe machen, das verschließt sich komplett, die eine Reihe. So, jetzt haben wir die Stellung von zwei Arbeitsröllchen. In dem Falle so, wird das die eine Reihe dann sein, das werden wir jetzt dann fertig flechten. Und jetzt macht sie eine Schnur, also die ganz normale Schnur, die ganz normale Flechttechnik. Ach ja, genau, wir haben mittlerweile unsere Schaschlikspieße dazugestellt. Achtet darauf, dass sie an der gleichen Stelle, zum Beispiel immer nur rechts von dem Röllchen dann reingesteckt werden oder nur links, wie ihr das haben wollt. Das stabilisiert einfach unsere Stangen. Genau, und wir finden das eigentlich sehr praktisch. So, wir sind jetzt, wir haben unsere Reihe eigentlich beendet. Wir haben unsere Staken fixiert und unsere drei Reihen mit der Schnur aus drei Arbeitsröllchen verflochten. Die obere Reihe ist jetzt, wie gesagt, aus zwei Arbeitsröllchen dann auch schon fertig. Die Reihe beendet sie jetzt dann auch. Normalerweise würde das Röllchen dann so weitergehen. So, aber wir möchten die Reihe ja verschließen, deswegen ändert sie das, die Richtung ein bisschen anders. Sie, die untere. Genau, das war es eigentlich schon. Ja, das war es auch mit dem Video an dieser Stelle und ja, wir verabschieden uns und würden uns über ein Abo von euch sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!